Umschau-Reporter Thomas unterwegs nach Usedom. Am Hauptbahnhof Leipzig löst er ein Ticket nach Bansin-Seebad. Der Preis für die spontane Buchung 94,40 Euro pro Person. Auch Reporterin Maria fährt an die Ostsee, zur gleichen Zeit aber im Auto. Was denkst du denn, wie lange du brauchst? Der Automat sagt, mein Zug fährt 5 Stunden, 2 Minuten. Also ich müsste 15 Uhr und 18 da sein. Okay, na dann sind wir ja mal gespannt, wer schneller ist. Ja, ob du es in 5 Stunden schaffst. Ja. Ich bezweifle es ja ein bisschen. Thomas nimmt die schnellste verfügbare Verbindung. Er muss in Berlin und Züssow umsteigen. Maria fährt über den Berliner Ring, dann Richtung Stettin und dann durch den neuen Zwienetunnel. Wir sind gespannt, ob sie auf diesem Weg schneller die Insel erreicht. Laut Navi bin ich 15.30 Uhr da, muss ich also 12 Minuten rausfahren. Muss ich alles geben. Los geht's. Um 10.16 Uhr fahren Zug und Auto vom Hauptbahnhof Leipzig los. Der Verkehr auf der Autobahn ist ferienbedingt dicht, aber noch staufrei. Zügig düst Maria nach Norden. Auch der ICE fährt ohne Verspätungen Richtung Berlin. Um 11.31 Uhr erreicht Thomas den dortigen Hauptbahnhof. Auf die Minute pünktlich. Zeit für einen Zwischenstand. Ich bin jetzt im Rasthof Fleming. Bist du ja noch nicht mal in Berlin? Du bist erst in Fleming. Nee, ich habe noch 4 Stunden vor mir. Ich steige jetzt zusammen mit dir in den nächsten Zug. Oh, ich bin drin. Ich muss noch was rausholen. Ja, gib Gas, drück auf die Tube. Ja. 11.44 Uhr. Thomas ist in Berlin, Maria südlich an einer Raststätte. Jetzt nimmt er Kurs auf die Küste, muss aber später noch in eine Regionalbahn umsteigen. Maria kann immer noch aufholen, das Rennen bleibt spannend. Die Ostsee. Seit Jahrzehnten Urlaubsziel Nummer 1 im Osten Deutschlands. Doch der Badespaß fordert seinen Tribut. Oft eine lange Anreise. Mit Tempo 80 geht es über die Landstraßen Richtung Küste. Nach Rügen gibt es nur eine schmale Brücke, die mehrmals täglich für die Schifffahrt geöffnet wird. Und auch nach Usedom dauert es von Leipzig mehr als 6 Stunden. Auf der Schiene verbessert sich die Anbindung Mitte der 80er. In Rostock wird der erste Zug mit E-Lok begeistert empfangen. Ein Ergebnis der Elektrifizierung. Die Fahrzeit von Berlin nach Rostock wird sich nunmehr um durchschnittlich 50 Minuten verkürzen. Doch eine Verbindung nach Usedom gibt es weiterhin nicht. Fahrzeit Leipzig-Bansin mit dem Zug 1989 mindestens 7 Stunden. Eine kleine Weltreise. Dabei ging es schon mal deutlich schneller. Günther Jekeli vom Verein der Usedomer Eisenbahnfreunde zeigt uns die Überreste der einstigen Direktverbindung auf die Insel. Der Bahnhof im Dorf Usedom. Von hier aus war man in gut 4 Stunden in Leipzig. Die Bahnsteigkante von Gleis 1. Da sehen Sie den Birkenstamm, der ist genau hinter der Bahnsteigkante. Die Strecke verlief von Ducherow über Karnin bis Swinemünde. Auf die Insel gelangten die Züge über diese Hubbrücke in der Nähe von Karnin. Von ihr ist nur noch der mittlere Teil übrig. Der Rest wurde zu Kriegsende von deutschen Soldaten gesprengt. Es war das Ende der schnellen Bahnverbindung auf die Insel. Ja, da oben in der Luft hängt seit 1945 hängen die beiden Gleise. Zwei Gleise, die man hochzog, wenn ein Schiff kam. Doch es gibt Pläne, die Strecke wieder aufzubauen. Das würde die Fahrzeit aus Richtung Süden um ganze 2 Stunden verkürzen und mehr Touristen auf die Schiene locken. Wenn Sie die Gäste hier alle aufnehmen wollen, was wir gerne tun, dann dürfen Sie keine zusätzlichen Straßen bauen. Dann müssen Sie in Bahn investieren. Der Bahndamm ist ja da, er muss nur mit Schienen belegt werden. Doch ganz so einfach ist es nicht. Auch die Brücke auf die Insel muss neu gebaut werden. Gesamtkosten der Strecke 600 Millionen Euro. Für den Tourismus auf der Insel wäre die Verbindung wichtig, sagt Daniel Bischoff von der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Die Straßen sind schwer belastet. Wir brauchen also eine Entlastung der Straßeninfrastruktur auf der Insel Usedom. Da kann diese Strecke einen wichtigen Beitrag leisten, gerade im An- und Abreiseverkehr. Verschärft wird die Situation durch das Deutschland-Ticket. Es lockt Millionen in die Züge. Die Zahl der Reisenden im Nahverkehr an die Ostsee hat sich nach ersten Schätzungen verdoppelt. Die neue Strecke könnte Entlastung bringen und viel Zeit sparen. Von Magdeburg unter 4 Stunden, von Dresden unter 4 Stunden und auch Halle und Leipzig werden innerhalb von 4 Stunden an Heringsdorf angebunden. Also insofern sehr attraktive Reisezeiten dann auch nach Reaktivierung der Strecke. Zurück bei unseren Reisenden. Im kaum gefüllten ICE hat Thomas Berlin verlassen. Er stärkt sich für den Rest der Fahrt.
geht doch nichts über ein bezauberndes Frühstück, ein ganz entspanntes Frühstück im Zug. Maria umkurvt die Hauptstadt auf dem Berliner Ring. Hier allerdings stockt nun der Verkehr. Ich bin massiv genervt von dem Stau. Massiv. Baustelle, ausgerechnet zur Ferienreisezeit. Sie braucht eine halbe Stunde länger als geplant. 13.15 Uhr, Maria verlässt den Berliner Ring. Thomas ist schon in Pasewalk, 100 Kilometer Vorsprung. Maria muss Gas geben, wenn es bloß nicht so stark regnen würde. Die größte Stadt auf Usedom ist das polnische Swinemünde. Die Stadt ist geteilt durch die Swine, ein Meeresarm der Ostsee, der bisher nur mit Fähren überquert werden konnte. Seit Ende Juni gibt es den Swine-Tunnel. Hunderttausende haben ihn bereits genutzt, darunter auch deutsche Touristen auf Usedom. Er ist mega. Ja. Cool, komm mal schnell rüber. Wunderbar, das ist das Beste, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Früher stand er 2-3 Stunden an der Fähre. Und jetzt eigentlich perfekt. Baubeginn für den Tunnel ist 2019. In 3,5 Jahren wird die Röhre gebohrt, ausbetoniert und mit einer Fahrbahn versehen. Die Kosten dafür liegen bei 225 Millionen Euro. Den größten Teil davon finanziert die Europäische Union. Ende Juni, feierliche Eröffnung mit polnischer Politprominenz. Der Tunnel ist ein Meilenstein für eine lange vom Wasser geteilte Stadt, sagt der Stadtdirektor. Für die Einwohner von Swinemünde ist ein Albtraum zu Ende gegangen. Jeden Tag haben wir darüber nachgedacht, wie viel Zeit wir für die Fähre brauchen werden. Der Tunnel schafft eine östliche Straßenverbindung am Stettiner Haff vorbei auf die Insel Usedom. Durch ihn hofft Swinemünde nun auf einen Wirtschaftsboom. Der Hafen soll erweitert werden. Es gibt Pläne für ein großes Containerterminal. Die Fährüberfahrt war ein Hindernis für Unternehmer, die hier investieren wollten. Jetzt gibt es keine Probleme mehr. Ich rechne damit, dass hier viel investiert wird und die Stadt weiterhin dynamisch wachsen kann. Doch der Tunnel in Swinemünde macht sich schon jetzt bemerkbar, auch auf der deutschen Seite der Insel. Der Verkehr könnte weiter zunehmen. Das könnte die Ruhe in den Seebädern stören, so die Befürchtung. Sollte sich der Standort Swinemünde zu so einem Industriestandort entwickeln, dann ist es sicherlich so, dass da enorm viel LKWs bzw. Ware umgeschlagen wird, die dann mit LKWs abtransportiert wird. Naja, das durch einen Urlaubsort, das ist sicherlich sehr kritisch zu sehen. Zurück bei unseren Reportern. Gegen 2 hat Thomas Züssow erreicht. Hier steigt er zum letzten Mal um. Maria macht gerade eine Rast. Zeit für ein Zwischenfazit. Wo bist du denn genau? Ich bin in Polen. Ich habe gerade die polnische Grenze passiert. Bei mir hat es geregnet und es gab Stau, 20 Minuten mindestens an Stau verschenkt, wenn nicht sogar 30. Ja, ich habe einen kleinen Krampf in der rechten Wade und ich bin hungrig. Siehste, ich habe gegessen. Ich habe schon meinen Laptop ausgepackt und gearbeitet und ich hatte schon 2 halbstündige Naps. Mmh. Und jetzt kommt mein Zug. Es kann nicht besser laufen. Und ich muss das jetzt alles wieder rausfahren. 14 Uhr. Thomas ist in Züssow, Maria kurz vor Stettin. Beide kommen in die Nähe des Ziels. Die ICE, die Thomas bisher genutzt hat, waren pünktlich auf die Minute. Den letzten Teil der Strecke fährt er jetzt mit der Regionalbahn. So wie viele andere hier. Weil das bequemer ist. Und kostet genauso. Und ja, und ist sogar vielleicht preiswerter. Ja. Ja. Wo kommen Sie her? Wir kommen Frankfurt-Hanau. Oh, wir leben total autofrei. Bewusst. Ja, was ist das? Wieso? Wieso entscheidet man sich dafür? Also zum einen, weil wir immer Anschlüsse hatten an den Nahverkehr. Ich kann mich entspannen, ich kann da arbeiten, lesen. Die Regionalbahn ist gut gefüllt. Das Deutschland-Ticket macht sich bemerkbar. Thomas hat noch 50 Kilometer bis Bansin, Maria noch 80. Das könnte zu schaffen sein. Zügig kommt sie an Stettin vorbei. Doch dann ist die Autobahn plötzlich zu Ende. Eine Baustelle beginnt. Eine sehr lange Baustelle. Ja, die Anfahrt zum Tunnel selber gestaltet sich doch eher langwierig aufgrund der vielen Tempoeinschränkungen. Es wird alles noch gebaut. Hier entsteht die neue Schnellstraße zwischen Stettin und Swinemünde. Obwohl die Trasse durch einen Nationalpark führt, wurde der Bau zügig genehmigt. In Deutschland undenkbar. Auf 33 Kilometern wird überall gebaut.
480 Millionen Euro werden verbuddelt. Eröffnung nächstes Jahr im April, sagt der Sprecher der Autobahndirektion. Wir hatten beispielsweise Probleme mit steigenden Stahlpreisen, aber das haben wir mit unseren Baufirmen gelöst. Noch sind wir im Zeitplan. Die Schnellstraße wird die Fahrzeit von Mitteldeutschland nach Usedom deutlich verkürzen. Die Polen wollen damit mehr Touristen an ihren Teil der Ostseeküste locken. Aber auch Usedom könnte profitieren. Zukünftig haben deutsche Touristen eine Alternative, wenn sie Heringsdorf oder Bansin besuchen wollen, indem sie durch Polen fahren. In diesem Sommer allerdings ist die Strecke nicht zu empfehlen. Es geht einfach nicht vorwärts. Wir fahren einfach mal 40, mit 40 durch die Baustelle. Seit 45 Minuten. 15.18 Uhr. Thomas ist in Bansin angekommen. Exakt nach Plan, in 5 Stunden und 2 Minuten. Ich bin da, nur Maria fehlt. Die erreicht erst 40 Minuten später den Tunnel. Die lange Baustelle hat sie heillos zurückgeworfen. Usedom, wir kommen. Zu spät. Sie quält sich dann noch durch den üblichen Nachmittagsstau auf der deutschen Seite der Insel und erreicht Bansin um 16.26 Uhr, weit abgeschlagen. Maria, du bist ein bisschen spät, würde ich sagen. Du siehst geschafft aus. Ich bin geschafft. Hallo erstmal. Hallo. Oh, kann ich mit unter deinen Schirm? Ja, kannst du. In diesem Moment hast du auch noch das Ostseewetter mitgebracht. Ja. Fazit: Thomas hat im Zug 5 Stunden und 2 Minuten gebraucht. Maria war 6 Stunden und 10 Minuten unterwegs, also deutlich länger. In Bansin hat der Regen wieder aufgehört. Thomas ist gut ausgeruht. Maria wirkt ein bisschen gestresst. Der Blick aufs Meer aber entschädigt beide für die lange Fahrt.